Das Magazin Wirtschaftsfenster MV wird kofinanziert von der Europäischen Union. Willkommen zum Wirtschaftsfenster MV. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, in unserem MacPom-Weit-Magazin dreht es sich wie immer um Einsatz und Wirkung europäischer Fördermittel, genauer gesagt aus dem EFRE. Drei Beiträge berichten dreimal über Infrastrukturverbesserungen und beginnen wollen wir mit einem Radweg. 2. Dezember, ein besonderer Tag für die Radwegeinfrastruktur des Landkreises Nordwestmecklenburg. Landrat Tino Schomann eröffnete den neuen Radweg. Er liegt zwischen der Kreuzung Börzower Weg und der Ortslage Börzow. Verschiedene Akteure aus Bau- und Projektleitung sowie der Kommunalpolitik waren vertreten. Der neue Radweg ist 846 Meter lang und 2,50 Meter breit. Bereits im August 2017 fingen erste Planungen an. Baubeginn war dann am 7. September 2022. Fertiggestellt wurde er am 29. November. Für den Landkreis Nordwestmecklenburg bedeutet das eine Verbesserung und Erweiterung der Radwegeinfrastruktur. Wir bauen nicht so oft Radwege, das soll ja mehr werden. Die Priorisierung beim Radwegebau ist auch im Kreistag natürlich sehr wichtig. Und wir haben hier über 860 Meter Radweg gebaut innerhalb von 2 Monaten. Das finde ich sehr, sehr toll. Das wäre auch mein Dank an die Baufirma, die das hier gebaut haben. Und alle Beteiligten mit der Forstbehörde entsprechend, weil wir auch einiges an Bäumen wegnehmen mussten, wo wir jetzt im Ausgleich Waldpunkte erworben haben, um auch wieder an anderer Stelle Wald aufforsten zu können. Und deswegen feiern wir das halt auch ein bisschen größer, weil es halt ein Radweg ist, den wir nicht so oft bauen und auch für die Zukunft mehr bauen wollen, Radwege an den Straßen, weil das ja ein Thema ist, was immer mehr hochkommt. Die Gesamtkosten der Baumaßnahme belaufen sich auf 400.000 Euro. Rund 300.000 davon möchte der Landkreis Nordwestmecklenburg durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung fördern lassen. Ein Fördermittelbescheid liegt derzeit noch nicht vor. Mittel wurden dem Kreis jedoch in Aussicht gestellt. Schon häufig haben wir hier in unserem Magazin darüber berichtet, wie EFRE-Fördermittel auch den Umstieg auf energiesparende LED-Beleuchtung beschleunigt haben. Im Fokus dabei der Klimaschutz, aber auch das gerade sehr aktuelle Thema Kostensenkung ist natürlich ein positiver Effekt. Manchmal können Fördermittel sogar dafür sorgen, dass einem ein Licht aufgeht. Daran wurde jedenfalls bis 2020 in Ladeburg gearbeitet. Die Erneuerung der Straßenbeleuchtung muss man sehen im Zusammenhang mit dem Straßenausbau. Die Straßen in Ladebo waren schon lange in einem sehr schlechten Zustand. Es gab auch schon lange den Wunsch, sie grundhaft zu erneuern. Das ist passiert. 2011 ist es beschlossen worden. Es ist dann nach und nach umgesetzt worden. Und die einzige Fördermöglichkeit, die wir in diesem Zusammenhang sahen, war der Klimaschutz. Darüber sind die Leuchten reingekommen und wir haben dann, was ja heute aus heutiger Perspektive eine sehr kluge Entscheidung war, die Beleuchtung in Ladebo auf LED-Leuchten umgestellt. Insgesamt teilte man die umfangreichen Maßnahmen in 3 Bauabschnitte ein. Zu Beginn wurde die Nacht in der Clara-Zetkin-Straße 2 bis 6 auf klimaneutrale Weise erhellt. Der Rest der Verkehrsader sowie die Hugo-Finke-Straße folgten. In einem 3. Abschnitt wurde die Beleuchtung auf der Max-Reimann-Straße ausgewechselt. Wo es möglich war, blieben die alten Laternen in veränderter Form bestehen. Die Beleuchtung waren diese alten Betonleuchten, die man kennt aus DDR-Zeiten, und es war natürlich alles keine LED-Beleuchtung, das heißt ein sehr hoher Energieverbrauch. Wir haben 27 Laternen ausgetauscht, das sind diese alten Betondinger, die ausgetauscht worden sind. Bei 12 wurde der Leuchtkörper ausgetauscht, also insgesamt bei 39 Lampen ist die Umrüstung auf LED erfolgt. Alles in allem betrugen die Kosten für das Projekt 130.000 Euro. 54.000 Euro davon stammen aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung. Energie wird derzeit immer kostenintensiver, doch nicht nur aus diesem Grund lohnte sich die Investition. Das Ziel der Maßnahmen in dem Fall ist in erster Linie die Energieeinsparung und natürlich den Beitrag zum Klimaschutz. Wir sparen dadurch 3.400 Kilowattstunden Strom im Jahr. Das sind ungefähr 2 Tonnen CO2 und insgesamt die Beleuchtung natürlich auch für den Ortsteil besser und attraktiver und punktgenauer zu machen. Das war dann noch der Nebeneffekt. Auch in einem der sonnigsten Bundesländer wird es irgendwann mal Nacht.
In Ladebow sorgt die moderne LED-Beleuchtung jetzt allerdings dafür, dass es nie zu finster ist. Nicht nur die Straßenbeleuchtung in Innenstädten und Wohngebieten bietet viel Umrüst- und damit Einsparpotenzial. Auch Betriebsgelände lassen sich mit LED-Technik um ein Vielfaches günstiger beleuchten. Dazu unser letzter Beitrag aus Rostock. Die Rostocker Fracht- und Fischereihafen GmbH hat die Umrüstung sämtlicher Straßen- und Platzbeleuchtungen auf dem ca. 60 Hektar großen Gelände auf energiesparende LED-Technik Ende November abgeschlossen. Die Umrüstung auf energiesparende LED-Technik wurde dringend notwendig, denn die Beleuchtung des Hafenareals stammt noch aus vergangenen Tagen und alles andere als zeitgemäß. Ja, die alte Beleuchtung basierte auf Natrium-Dampflampen und auf Quecksilber-Dampflampen. Wir haben jetzt umgerüstet auf LED-Beleuchtung. Diese LED-Beleuchtung spart also 80% Energie. Das sind bei uns im RFH übers Jahr betrachtet so schätzungsweise 78.000 Kilowattstunden Strom immerhin. Sodass diese Maßnahme also tatsächlich auch uns hilft, bei dem Ziel, ein CO2-neutraler Hafen zu werden bis 2035. Und tatsächlich lohnt sie sich auch dann auch wirtschaftlich irgendwann, weil man eben durch den eingesparten Strom ja eben auch Kosten spart. 175 Lichtpunkte, die vorwiegend an den Hauptstraßen des Hafenareals installiert sind, umfasst das Beleuchtungsnetz insgesamt. Nimmt man alle Straßen zusammen, summiert sich die Länge auf ca. 12 Kilometer. Wir haben bei uns im Hafen insgesamt jetzt 175 Lampen umgerüstet. Das ist praktisch die ganze Straßenbeleuchtung. Es ist auch an den Hallen entlang ein bisschen Beleuchtung. Und also wir haben noch ganz vereinzelt jetzt alte Lampen, die sich auf irgendwelchen technischen Gründen jetzt nicht so einfach anpassen lassen. Aber praktisch ist der Hafen komplett umgerüstet. Insgesamt flossen in die Umstellung auf LED-Technik rund 140.000 Euro. Die Investition wurde aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung kofinanziert. Ja, wir haben zwei Förderprogramme benutzt, einmal EFRE-Mittel von der EU, dann auch noch Mittel von der Nationalen Klimaschutzinitiative. Diese Mittel sind schon wichtig, weil sie eigentlich die Maßnahme schneller wirtschaftlich machen und dadurch eben ermöglichen, sie dann auch tatsächlich jetzt in so einem kurzen Zeitraum auszuführen. Im Vergleich, die Hansestadt Rostock rüstet auch Lampen um, hat natürlich viel mehr und braucht bei dem bisherigen Zeitrahmen noch, glaube ich, 10 Jahre dafür oder so, bis sie alle umgerüstet haben. Wir konnten das durch diese Mittel dann eben schneller durchführen und ja, da freuen wir uns natürlich drüber. Der Rostocker Fischereihafen möchte auch weiterhin den Energieverbrauch reduzieren und zugleich auf fossile Energieträger verzichten. Mit einer gesamten Dachfläche von 60.000 Quadratmetern bietet sich für den RFH erhebliches Potenzial, um einen Großteil des Eigenbedarfs an Strom durch Photovoltaik selbst zu decken. Zunächst soll das Dach des RFH-Verwaltungsgebäudes am Fischerweg mit einer Photovoltaikanlage ausgestattet werden. Sie wird dann ab dem Frühjahr 2023 eigenproduzierten Solarstrom liefern. Ein weiterer Schritt zur Klimaneutralität des RFH. Und das waren unsere drei Beiträge für diese Woche. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Wirtschaftsfenster MV.